Willkommen zurück zu meinem Tutorial. Beim letzten Mal hatte ich euch gezeigt, wie ihr das Terrain mit Texturen versehen könnt. Ich habe das Terrain jetzt ein wenig mit skaliert, damit es größer ist. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von Brushes modellieren könnt. Okay. Seht ihr das hier? Diesen kleinen Kasten? Das ist die Schablone, die ihr habt. Ihr habt verschiedene Grundbrushes, ein Cube, ein Cone, Zylinder, eine Platte, eine Kugel mit verschiedenen Anzahl der Ecken, eine gedrehte Treppe, eine lineare Treppe, eine Spiraltreppe und Karts. So. Also. Wenn ihr einen Rechtsklick hier drauf macht, seht ihr hier ein Property-Feld. Da könnt ihr sowas einstellen wie die Dicke der Wände, die Koordinaten, also X, Y, Z, Tessellated, Hollow. Hier zum Beispiel einen Raum erstellen mit 512, 512 und der Höhe von 256. So. Im Übrigen ist es ziemlich schwer, den hier rein zu bewegen, um auch wirklich zu treffen, meine ich. Deshalb solltet ihr ihn lieber hier bewegen, dadurch könnte das wesentlich einfacher. Interessant. Okay. Wir haben jetzt verschiedene Felder. Add heißt, dass ihr hinzufügt. So. Wir stellen das ist jetzt nur ein Würfel, in dem wir nicht reingehen können. Wenn wir jetzt einen Raum haben wollen, müssen wir das etwas kleiner machen. Und jetzt können wir hier subtracten, das heißt, wir ziehen wieder was ab. Und jetzt haben wir hier drinnen einen Raum. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Tür. Das heißt, wir brauchen 92 ist die Standardhöhe einer Figur. So. So, jetzt haben wir hier ein bisschen subtracted. So, was noch? Was können wir noch machen? Wir können wir können hier zum Beispiel intersect, das heißt, wir nehmen jetzt nur die Sachen raus, die
wo schon was da war. Und dann gibt es noch eine Wirklichkeit, und zwar die Intersect, beziehungsweise jetzt kommen hier zum Beispiel direkt angrenzend noch eine Erweiterung basteln. So. Okay, was weiter geht's? Interessant. Okay, jetzt wollen wir erstmal das testen. Wir müssen jetzt mit Lightmass bilden, da wir bis jetzt noch keinen Lichter da drin reingesetzt haben und es deshalb sehr dunkel darin ist. Das heißt, wir müssen kurz warten. Ich bin direkt oben drauf gelandet. Okay, also, hier haben wir jetzt unseren Dings. Da können wir jetzt auch rein. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier unseren Raum mit, okay, mit dieser Grastextur jetzt. Können wir rausgehen. Und durch dieses Leitmaß ist es jetzt hier nicht komplett dunkel, sondern ist so ein Widerschein. Okay. So. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter basteln und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich dann den fertigen Raum zeigen werde.